Hi Leute, weiter geht's mit einer weiteren Runde Mecha Bellum. Wir gehen wieder ins 1 gegen 1. Oh, heute gegen den One Punch Man anscheinend. Der hat auch ein bisschen höheres Ranking. Mal gucken, wie das so läuft. Ich bin gespannt. Oh, der Ladebildschirm sieht geil aus. Okay, was bekommen wir denn für Starter? Ja, Sledgehammer und Crawler sind natürlich geil. Sledgehammer und Sniper. Luftspezialist. Sabertooth. Rhino-Spezialist ist auch nicht schlecht, aber Mustang, Okay, ich nehme jetzt einfach mal den. Keine Ahnung, was hat der Gegner? Arclight und Stormcaller. Also Artillerie und AOE-Damage. Wie machen wir das? Ich mache jetzt mal... Verteile die mal hier hin. Die Panzer kommen hier. So. Okay, was holen wir noch dazu? Irgendwas Schnelles. Oder Luft. Aber Luft ist zu teuer, das können wir noch nicht holen. Sniper würden vielleicht auch gehen. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Ist irgendwie alles nicht das Wahre. Ich hätte gern noch mehr von den Sledgehammern. Hier, boom. Das ist doch, glaube ich, besser. Aber ich kann trotzdem hier was freischalten. Irgendwas, was 0 kostet. Ich nehme mal die Fangs. Platziere die hier ein bisschen weiter hinten. Oder... So. Mal schauen, was dabei rumkommt. So. Ja, die Stormcaller schießen schon mal einiges auch ins Leere, aber jetzt sind nur noch die Sledgehammer da. Bleiben alle in der Reihe stehen, das ist natürlich problematisch. Okay. Ja, wird auf jeden Fall knapp. Ich glaube aber, der gewinnt. Ja. Ich wüsste jetzt nicht so wirklich, was ich ändern soll. Ich denke, ich mache jetzt die fliegenden Einheiten dazu. Oh, er bekommt Scharfschützen. Wir den Sabertooth. Wespen wären halt eigentlich gut gegen die Scharfschützen. Phoenix. Ist halt auch geil. Rhino. Ich hole mir jetzt die Wespen. Und was holen wir noch? Für Runde 2 die Tarantel. Wo will ich denn die Wespen haben? Hier zentral eigentlich, ja. Und die Dinger. Oder der. Auch. Oh, ich weiß gerade nicht so wirklich, was ich jetzt noch machen soll. Ich will noch einen Sabertooth. Boom. Und boom. Und irgendwas. Ein Sniper schalte ich noch frei, aber ich hole mir ein paar Fangs. Und wo sollen die hin? Ja, wobei, gegen die Stormcaller halt eigentlich dumm. Scheiß drauf. Ja, vielleicht habe ich gerade Mist gemacht, aber passiert.
Es ist ja auch ein Lernprozess. Ja, okay, er hat jetzt halt die Phönixe, ne? Ja, wir hätten einfach mehr Wespen gebraucht, glaube ich. Ich glaube, ich hole im nächsten Zug Overlords. Die großen, die fliegenden Giants. Oh je, das war gar nichts hier. Was mache ich gegen die Sniper- und Stormcaller-Kombi? Die Sniper können die Overlords halt schon gut wegmachen. Gut, er hat nur einen bis jetzt, ne? Intensives Training. Oh. Mache ich die Reichweite? Wenn er das macht, wäre es halt gut, wenn ich es auch mache vielleicht. Na egal, scheiß drauf. Ich hole mir jetzt hier einen. Ich kann mir das gar nicht leisten. Muss ich hier in Runde 3? Ist zwar scheiße. Ach, das war auch dumm. Ach, das war jetzt ein Hardcore-Fail. Egal, passiert. Und was auch passiert, dass ich jetzt hier flankiere. Was nehme ich noch mit hier? Eine Packung Crawler. Setze ich hier noch vorne dran. So. Und die restlichen 50 bombe ich hier rein. Die kann ich leider nicht verbessern. Ich hab. Also, das war jetzt wahrscheinlich ziemlicher Bullshit alles, aber. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Die Wespen sind alle weg. Hat er hier irgendwelche Upgrades? Nee. Aber der Scharfschütze wird auch platt gemacht. Und der Overlord kommt jetzt hier hinten. Schauen wir mal. Boom. Okay. Ein Wandel scheint in Sicht. Headquarter Nummer 2 wird zerstört. Und jetzt ist er eigentlich so gut wie platt. Dann setze ich. Wie mache ich das jetzt mit den Overlords? Setze ich den um? Ich könnte ihn jetzt einfach umsetzen. Er baut hier Verteidigung hin und dann steht der Overlord woanders. Ich mache jetzt mal hier das Schild. Platziere ich dort. Dann will ich noch einen Overlord. Und zwar auch hier. Und ja, die restlichen 50 spare ich mir, glaube ich. Mache ich den Overlord da drüben? Hier? Ja, komm, ich hole mir noch mal so ein Ding. Und das ist hier die Rakete. Schauen wir mal, was uns erwartet. Oh, er holt auch eine Rakete. Aber auf beiden Seiten, damn. Killt er das? Bitte nicht. Fast. Und jetzt macht der Sniper es weg. Shit. Und es wurde weggemeltet. Hier, der Melting Point hat es weggemacht. Damn. Okay. Das war nicht so gut. Aber schauen wir mal, ob wir dem jetzt ein Schnippchen schlagen können.
Ja, das verlieren wir auf jeden Fall. Ja, der Stufe 2 Melting Point ist halt auch übel. Die ganzen Sniper und Phönixe. Was machen wir da? Mal schauen, ob uns was Gutes einfällt. Wir haben jetzt 1000. Hat der viel Kleinkram? Es geht eigentlich. Es ist irgendwie alles nicht so das Wahre. Ich nehme jetzt mal die. Die kenne ich noch nicht so. Die sind noch neu für mich. Was macht denn der? Ach, keine Ahnung. Ich lasse ihn jetzt einfach mal den Melting Point angreifen. Nee, ist eigentlich Quatsch. Hier. So. Ich möchte jetzt den hier Jump Drive. Das heißt, ich kann die bewegen. Und setze den hier rüber. Und den auch. Hier rüber. Und dann mache ich noch Mutterschiff. Das heißt, die spawnen die ganze Zeit die kleinen Flieger. Die Wespen. Und das mit dem intensiven Training war halt blöd, ne? Ich muss dann halt auch das Geld haben, um das zu upgraden. Boom, mache ich das einfach mal. Ich hätte lieber noch mehr gekauft wahrscheinlich, aber egal. So, was ist mit dem Wurm? Was macht der? So, die hier spawnen jetzt die ganze Zeit. Die kleinen. Naja, immer mal wieder. Und zwar jetzt müssten welche rauskommen. Genau. Und es ist halt gut für die Sniper und so, damit die das Feuer auf sich lenken. Und es sieht schon mal besser aus als davor. Und hier der Melting Point, der macht halt immer, der ist sehr gut gegen einzelne starke große Einheiten. Weil der, je länger der ein Ziel mit seinem Strahl trifft, desto mehr Schaden macht er. Deshalb muss der auch von kleinen Viechern abgelenkt werden. Weil der die hier relativ schnell wegballert. Der Kleinkram hält ihn aber ewig auf. Boom, und der Wurm, der haut ganz schön rein. Schauen wir mal, ob wir das noch sichern können. Ja, ich hole auf jeden Fall die Nuke, weil er wird wahrscheinlich auch die Nuke holen. Ist halt sau teuer, ne? Vielleicht war es auch ein Fehler. Egal, ich mache jetzt einfach mal hier. So. Und ich hole noch einen. Hier. Hol mir noch mehr Geld. Welches grade ich ab? Den hier. Level 3 wäre halt auch cool. Ja, ich hol's einfach mal, weil es null kostet, das freizuschalten. Ich könnte halt schon noch irgendwas platzieren, aber ich will auch mal hier die Sachen upgraden. Und ich würde auch gern hier für die Wespen noch den Schild holen. Was hat er? Was brauche ich dafür? Mehr Kleinkram eigentlich, ne? Ich hole noch mehr Crawler. Ist nie verkehrt. Und die hier kann ich upgraden. So, die lassen sich aufteilen, falls er noch irgendwie flankiert oder so. Ist da was? Und die können den Melting Point gut ablenken. So, die Nuke trifft ziemlich gut, aber trifft sie auch meine? Das ist die Frage. Oh, die trifft meine, oder? Ja, volle Kanne. Ups.
Naja, nur die Wespen. Die Großen hat's verschont. Aber die Wespen brauche ich halt für die Großen zu schützen. Also könnte das fatal sein, unter Umständen. Und hier kam er mit den... Oh. Tja, jetzt hat er mich ausgetrickst. Aber der Wurm regelt... Oh, da holen wir gleich noch einen. Das sieht schon mal gut aus. Nochmal die Kurve gekriegt. Oder auch nicht. Wird eng. Wird sehr eng. Der Melting Point ist so stark, ne? Boah. Ich hole das Nano Repair Kit. Gebt es dem hier. Created den ab. Hol auf jeden Fall noch einen. Gib den Wespen den Schild. Hol noch mehr Geld. Mach den auch hoch. Und hier drüben noch mehr Ablenkung. Und dann kann ich noch hier irgendwas für 50 aufleveln. Oder ich hole hier so eine Rakete. Ja, hier, die Rakete. Für die beiden. Die hätte ich jetzt nämlich sonst vergessen. Und den Schild kann ich noch platzieren. Und ich habe keinen Wurm geholt, aber ist jetzt auch egal. Irgendwas kann ich upgraden. Brauche ich nicht. Egal, mache ich. Bam. Schauen wir mal. Und da hinten kommt was, aber es wird weggeballert. Die sind weg. Boom, boom, boom. Und was geht hier ab? Oh, das sieht ganz schön gefährlich aus, was er da alles hat. Aber diesmal hau ich mein Kanonenfutter nicht selbst weg mit der Nuke. Und wir haben Schild drauf, das heißt, die müssen zweimal quasi gekillt werden. Gibt denen viel mehr Zeit nachzuspawnen. Und das sieht schon mal ganz gut aus, finde ich. Ich mache wieder schneller. Mal gucken, ob er es auch macht. Oh ja. Oh ja. Fataler Sieg. Mal gucken, ob wir gewinnen oder ob ich noch einen Endschlag machen muss. Boah, der Melting Point mit dem Heilen ist natürlich krass. Und gewonnen. GG. Das war ein spannender Kampf. Und er ist höher als wir. Ich glaube, das müsste ganz gut MMR-Punkte geben. Also dann. Das war ein gutes Spiel. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.